So, einen wunderschönen guten Morgen, seid gegrüßt, Hallöchen. Ja, heute werden wir mal wieder eine Runde Hamburg fahren, Hamburg City oder City Hamburg Modern, glaube ich, heißt das. Oder Modern Hamburg City oder Hamburg City, Hamburg Modern oder wie auch immer. Genau, das werden wir heute mal fahren. Ich habe mir einen schönen Cetra wieder fertig gemacht. Ne? War ja sehr begeistert gestern von den IFU. Dreiachser-Version, also 15-Meter-Bus. Genau, leider. Keine Hamburg Repaint. Ich habe leider keinen. Auch nicht gefunden für dieses Modell. Das heißt, wir müssen erstmal mit dieser Lackierung Vorlieb nehmen. Ne? Vielleicht ist ja der ein oder andere bei uns in der Dingels, der eine Hamburger Lackierung, Hamburger Hochbahnlackierung machen könnte. Das wäre wirklich fantastisch. Ne? Aber schauen wir mal. Da schauen wir mal. Was machen wir denn? Ja, wir müssen, wie gesagt, eingeben. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vorher würde ich aber ganz gerne tatsächlich nochmal irgendwie den Fahrersitz tatsächlich ein bisschen niedriger machen. Ein bisschen ran. Ich glaube, und dann reicht das eigentlich auch im Endeffekt. Nicht zu weit dran, so. Dann sollte das doch eigentlich auch reichen, ne? Der Kopf, der ist recht gerade. Also wir haben auch eine gerade Sicht. Ja, das sollte passen. Ja, das sollte passen. Perfekt. So, dann. Moment. Machen wir Licht schon mal an. Ich hoffe, das reicht den Passagieren nachher. Den Fahrgästen. So, dann schauen wir mal. Umlauf 0000. Liniennummer 109, die 109er. 02. Mal gucken, ob er da was. Einbein frei, guck mal. Hat er gleich gefunden. Hat er gefunden, jo. Und ich habe eine Logomod mir rausgesucht. Jetzt mit Cetra. Genau, mit Cetra. Normalerweise sollte hier auch was stehen. Bei manchen steht das, bei manchen aber auch nicht. Na, warte mal, wir können ja mal gucken. Wir können ja die Lackierung nochmal durchgehen. Auch eine coole Sache, ne? Dass du ein Spiel die Lackierung halt tatsächlich ändern kannst. Ich finde das so cool. Da steht es zum Beispiel, seht ihr? Dann nicht. Wollen wir hier die VBBH nehmen? Ja, ne? Muss man sich halt so denken, das war im Auftrag der VBB. Im Auftrag der Hochbahn. Mit dem VBWH Bus fahren, weil Testbus oder was auch immer. Kann man sehr viel rein interpretieren, ne? Genau.
Oh, seht ihr, was ich vergessen habe? Die Durchsagen ein bisschen lauter zu machen, weil die waren ja auch ziemlich leise, ne? Verspätung. Starke Verspätung. Den Scheiß, den werde ich hier nie. Ne. Wir verbinden Mittelsachsen. Sehr verehrte Fahrgäste, diese Fahrt endet hier. Nutzen Sie zur Weiterfahrt den Bus am jeweiligen Stand. Sehr verehrte Fahrgäste, diese Fahrt endet hier. Sehr verehrte Fahrgäste oder sehr geehrte Fahrgäste? Sehr verehrte Fahrgäste habe ich noch nie gehört. Das ist mir neu. Das ist mir neu. Aber der IVO, der ist geil, ne? Die IVU, der ist geil. Geiles Ding. Na, echt ein schöner Drucker. Bitte keine Sitzplätze durch Gepäck blockieren. Danke. Wir bitten Sie, den Ausstiegsbereich frei zu machen. Bitte hinten aussteigen. Sieht schon geil aus hier, ne, wie das so gemacht ist. Hammer. Wie gesagt, hier noch die richtige Lackierung, ne, mit die richtigen Sitze. Oh, herrlich. Da muss man mal fragen. Na, vielleicht ist ja bei uns einer in Dings so nett und macht so ein Repaint. Irgendein Bus fährt jetzt los. Ich glaube, der hier vorne. Der hilft das ja. Hey. Ich glaube, es ist eigentlich eine Überlandvariante, die wir hier fahren. Ja, wie gesagt, hier hinten ist Cetra und... Und an den Türen, glaube ich, ja, war hier auch, seht ihr? Da steht auch Cetra und vorne sowieso. Und Logo auf dem Lenkrad. Na, und das war mal auch eine Mod, wo du nicht noch in der Datei gehen musst und irgendwas reinschreiben musst, na, damit das alles angezeigt werden tut, sondern das war eine Mod, die
hier einfach rüberziehen kannst und zack, fertig. Nicht so wie der andere Schnulliputz da alles, ne? Musst du da noch was ändern, da noch was ändern, musst du da noch was hinzufügen und ach, hört auf, ne. Den Scheiß brauche ich tatsächlich nicht. Ich würde sagen, wir machen mal den Hobel an so ein bisschen, ne, anjucken. Wer Lust hat, auf dem virtuellen Busbetrieb, der ist hier an dieser Stelle genau richtig. Ihr könnt gerne mit reinkommen, wenn ihr Bock habt. Und zwar findet er uns unter privaten Betrieben und unter Stöpsel Bus-Betrieb. Findet er uns. Und ja, könnt ihr gerne Bewerbung da lassen halt, ne? Standardregeln halt. Na, ein paar Karten haben wir. Die eine fliegt wieder raus, dafür kommt dann eine neue, müssen wir mal gucken. Ja, wir müssen immer gucken. Wir sind nur 5 Leute, ne? Und wir müssen auch gucken, wer was einfährt. Weil alleine bekomme ich das ja natürlich nicht gestemmt halt. Ne? Da müssen schon alle mitziehen. Da müssen wir mal gucken. Aber Karten haben wir erstmal. Noch für ein paar Tage. Mahlzeit.
Tag. Moin. Moin. Morgen. Hallöchen. Übergang zu allen U- und S-Bahn-Linien, den Regionalverkehrslinien, den Fernbahnen und den Fernbuslinien. Next stop, Hauptbahnhof Zopp. Please change here for Central Station and Long Distance Buses. Geil, oder? Die Ansagen? Die sind geil. Nächste Haltestelle. Hauptbahnhof Mönckebergstraße. Übergang zu allen U- und S-Bahn-Linien, den Regionalverkehrslinien und zur Fernbahn. Next stop, Hauptbahnhof. Please change here for Central Station. Hallo. Hi. Hi. Moin. Moin. Hallo. Hi. Gerne Kindertagesgabe. Das auch. Nächste Haltestelle, Rathausmarkt. Übergang zur U-Bahnlinie in 3. Next stop, Rathausmarkt. Please exit here for sample. Guten Morgen. Hi. Tag. Guten Morgen. Tag. Ein Tagesticket, bitte. Hallo?
Haltestelle. Der Ort S-Bahn Jungfernstieg. Übergang zu den Linien U1, U2 und U4. Sowie den S-Bahn-Linien S1 und S3. Übergang zu den Alsterschiffen. Next stop, Jungfernstieg. Please exit here for Alster boat trips. Change here for rapid transit lines. Moin. Hallo. Moin. Guten Morgen. Hallo. 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 Guten Morgen. Hallo. Morgen. Eine normale Tageskarte, bitte. Jo, danke Ihnen.
Hi. Tag. Hi. Moin. Guten Morgen. Hi. Zeit. Hallo?
Guten Morgen. Ich hätte gerne den Kinderfahrschein, bitte. Danke. Morgen. Nächste Haltestelle. Maria Luisa.
Haltestelle U-Bahn Zürichstraße. Moin. Hi. Guten Morgen. Thank you.
Hallo. Moin, moin. Moin. Hi. Ein Ticket, bitte. Danke. Mahlzeit.
Nächste Haltestelle. U-Bahn Alsterdorf. Überlinie U1. So, da haben wir jetzt die erste Tour zu Ende. Ich habe mal ein bisschen kurz Päuschen reingemacht, weil ich nur was zu ersehen habe. Der ein oder andere kann sich doch erinnern, es gibt ja noch ein Add-on, das heißt S41X, glaube ich, also die moderne Variante von diesem Bus hier oder eine Weiterentwicklung halt, sagen wir es mal so. Und diese Variante gibt es tatsächlich nur als manuelle Variante. Schaltvariante, als manuelle Schaltvariante, und ich habe doch gesagt, dass das angeblich Automatik in Bearbeitung ist und sowas halt, ne? Das ist aber nicht ganz richtig. Es gibt dieses Fahrzeug auch mit Automatik, auch real. Aber ich habe mich mal da ein bisschen weiter in dem Forum vorgearbeitet. Und in anderen Foren auch. Und da ist dann aufgetaucht, dass er nie gesagt hat, dass er wohl Automatikgetriebe mit reinbaut. Da sollen wohl andere ran. Was auch immer damit gemeint ist jetzt. Ne, aber von den Entwicklern persönlich kommt wohl keine Automatik. So wie es halt der jetzige Stand ist. Ne, weil da einige nachgefragt haben. Schön wäre es gewesen. Weil es ist eigentlich auch ein schöner Bus, muss man sagen. Aber leider nur manuell, ne? Und nur die wenigsten fahren manuelle Fahrzeuge. Es gibt ein paar, ne? Aber ja, wie komme ich zu dieser Aussage? Naja, ich hatte da halt geguckt gehabt, ne, ob es da Automatikgetriebe, da bin ich halt Automatikgetriebe geben tut. Bin ich halt auf ein Forum gestoßen und da war so ein ganz, ganz, ganz schlauer wieder. Ich weiß nicht wieder, was Tanz möchte gern oder was das da war. Auf jeden Fall, er wollte wieder im Mittelpunkt oder so was stehen. Naja, und da hat da einer gefragt halt, wie es aussieht, ob es da auch Automatik geben tut. Naja, und dann war unter dem Posten ganz schlauer. Naja, wenn dir das wenn du mal richtig gesucht hättest, wäre dir das aufgefallen, dass eine Automatikversion schon in Arbeit ist. Keiner weiß, wann es kommt, aber ist in Arbeit. So. Das war so seine Aussage. Ne? Ich wusste, bisher wusste ich aber nicht, wie gesagt, wann das kommt, ob das kommt, ne? So. Und dann habe ich mich halt einfach mal weiter an dem Forum halt ein bisschen durchgearbeitet. Und dann bin ich halt drauf gestoßen. Nicht nur einmal, zwei oder dreimal drauf gestoßen. Dass wohl einige ihm angeschrieben haben und er sagte wohl, nö, Automatikversion war nie geplant, soll so auch nicht sein. Da müssen wohl für eine Automatikversion müssen wohl andere Leute ran. Ja, das war so die Aussage, ne? Aber da könnt ihr mal sehen, dass es einfach ekelhafte, überhebliche Arschlöcher geben tut, die da reinschreiben, tun wer weiß, wie Wunder, wie schlau sie sind, ne? Stellen andere Leute am Pranger. Weil sie gewisse Informationen vielleicht nicht finden oder weiß ich was. Und tätigen dann aber so eine Aussage, ne? Also so den Typen, der da wieder diese Aussage getroffen hat, ne? Den müssten sie normalerweise gleich sperren halt. Ne, das ist wirklich. So was mag ich nicht halt, ne? So einen überheblichen, arroganten Drecksäcke halt, ne? Na, sowas will doch keiner. Na, ich weiß auch nicht, wie seine Aussage zustande kommt halt. Na, dass es da noch eine in Bearbeitung ist. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Na, auf jeden Fall hat dieses Arschloch halt tatsächlich gesagt halt, da ist was in Arbeit, ne? Obwohl das ja nicht so stimmt halt. Na, und dann das Überhebliche immer, wie sie dann schreiben halt, ne? Ich bin's, ich kann's, ich weiß es.
Hättest du mal richtig geguckt, dann hättest du das auch gefunden. Na, sowas, sowas, das sind mir die Liebsten. Ne? Die und genau die Leute sind das halt, die Unruhe auch in ein Forum bringen. Ne? Und die Leute sind das auch, wenn man die falschen Fragen stellt, egal ob sie nun gut oder schlecht sind, aber wenn man die falschen Fragen stellt, das sind die Leute, die einen auch sofort angreifen, sofort auch jemanden versuchen niederzumachen. Ne? Und das Schlimme ist, da mischen sich dann immer noch andere mit ein. Und ja, dann hast du sowieso schon verloren. Ne? Da brauchst du ja nicht diskutieren. Ich habe es auch schon hinter mir so ne, ganz normale Fragen gestellt eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo war das? War das? Ja, ETS, Facebook, ETS, eine Gruppe. Ne? Und hab da gestellt, ne, wurde sofort angegriffen für die Frage. Das war eine ganz, ganz lapidare Frage. Ich weiß nicht mehr, was das war. War aber eine ganz normale Frage, die da auch nicht aufgelistet war oder sonst was halt, ne? Bei Facebook. So, und sofort wurde ich angegriffen, ne? Und das war für mich eigentlich tatsächlich auch so ein Zeichen, dass die Kultur, die Forumkultur auch total im Arsch ist halt, ne? Und habe auch gemerkt, dass das nicht die einzigen Foren sind, wo verrückt gespielt werden, sondern da gibt's noch mehr. Das ist bei allen, also der deutsche Forum ist da, beziehungsweise die deutschen. Die deutschen Foren sind sehr anstrengend halt, muss man tatsächlich sagen, was das angeht halt. Ne? Weil du hast da so ekelhafte das Klientel drin, was einfach auch super schlau tut, ne? Sind aber die blödesten Ochsen, die es halt geben tut. Ne? Bahnhof, aber will keiner einsteigen. Ja. Ich glaub auch. Hallo, boah, sorry oder so, ne? Da hast du recht. Ja, aber ärgern tut's einen halt, ne? Ärgern tut's einen. Die greifen ja auch im Endeffekt dich selber auch an halt, ne? Deine Autorität wollen sie halt, also, sag ich mal, so ein bisschen auch untergraben alles halt, ne? Ja, und das ist halt das Schlimme immer. Nächste Haltestelle, Gimpelstraße. Ja, das sind so meine Erfahrungen. Ne? Also für den S41, ich weiß nicht, ob es da jemals eine Automatikversion geben tut. Ich weiß aber real, soll es dem wohl tatsächlich auch als Automatik geben. Halt, ne? Na, ich weiß nicht, warum er sich halt für eine manuelle Variante entschieden hat. Nur rein manuelle Variante. Ist halt so, kannst du leider nicht ändern. Schön wäre es auch, wenn er eine Automatikvariante halt mit reingenommen hätte. Ne? Aber gut, das war seine persönliche Entscheidung. Und so wie das aussieht, macht er da wohl nicht weiter. Na, vielleicht ist ja da jemand, der wirklich an diesem Bus nochmal Hand anlegt und sagt, ey, pass auf, Freunde, der Bus ist irgendwie so cool und ich mach mal eine Automatik fertig. Vielleicht gibt's ja da einen, ne? Mal gucken. Irgendwie wollen die nicht einsteigen, ich weiß nicht warum. Thank you.
Nächste Haltestelle, Karl-Kuhn-Straße. Ich hab so das Gefühl, dass schon wieder irgendwie das verpackt ist hier. Ja, die wollen hier nicht rein. Warum auch immer. Okay, aber das Richtige ist eingegeben halt, ne? Ja, ist drin, Fahrt 1. Also irgendwas muss es ja liegen jetzt. Ja, aus irgendeinem Grund steigen die jetzt nicht ein. Nächste Haltestelle, Brankamp. Nee, die reagieren nicht. Das ist seltsam. Was haut hier nicht hin? Jetzt steigen sie ein. Also das muss irgendwie ans Gerät liegen.
Mahlzeit. Moin. Moin. Ich hab den falschen aus Versehen reingemacht. Aber nee, richtig nicht. Ja, da muss man noch mal gucken, ob das am Drucker liegt oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber total seltsam. Wieso nicht, ob ich jetzt das Richtige eingegeben habe? Schon so sein, wa? Mahlzeit. Hallo. Thank you.
Morgen. Moin, moin. Tag. Ja, aber so im Grunde genommen läuft das schon ganz gut jetzt mit dieser Tour. Da müssen wir bloß aufpassen, wir haben ein bisschen Verfrühung. Aber noch alles im Rahmen halten. Moin. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hi. Ich hätte gerne den Kinderfahrschein, bitte. Danke. Ein wunderschöner Bus eigentlich, ne? Hallo.
Ja, mal gucken, vielleicht setze ich wirklich einer hin mit den S41X. Nächste Haltestelle, Alster-Chaussee. Und baut den mal zur Automatik um. Ne? Vielleicht ist er da wirklich einer. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle. Fontenay. Hallo. Moin. Nächste Haltestelle. Bahnhof am Tor. Übergang zur S-Bahn, dem Regionalverkehrslinie und zur Fernbahn. Guten Morgen. Moin. Eine Schüler-Tageskarte, bitte. Moin. Hallo. Mahlzeit.
Guten Morgen. Hallo. Morgen. Guten Tag. Hallo. Moin. Guten Tag. Hi. Ja, 15 Meter, wo es halt, ne? Bordsteinkante hinten berührt, hallo. Leicht berührt. Guten Tag. Und schon flippen die Fahrgäste aus. Völlig normales Verhalten beim 15 Meter Bus. Jungfernstieg. Übergang zu den Linien U1, U2 und U4 sowie den S-Bahn-Linien S1 und S3. Übergang zu den Alsterschiffen. Next stop, Jungfernstieg. Please exit here for Alster boat trips. Change here for rapid transit lines. Hallo. Hallo? Jo, danke. Hallo. Moin, moin. Ah, passiert, kommt vor, ne? Moin, moin. Hi. Moin.
Moin! Guten Morgen! Ja, absolut, ne? Hi, guten Tag. Das Problem ist, die steigen immer wieder ungewollt mit zu, ne? Weißt du den anderen raus, kommt dafür der nächste, ne? Beziehungsweise schmeißt du einen raus, kommt dafür der nächste gleich. Fürchterlich. Wir werden mal ein bisschen langsamer fahren. Nächste Haltestelle, Gerhard Hauptmann Platz. Ja, ich habe gestern mein Abo hier wieder verlängert so ein bisschen, ne? Premium-Abo. Hallöchen. Grüß dich. Hallo. Hallo. Regionalverkehrslinien und zur Fernbahn. Next stop, Hauptbahnhof. Please change here for Central Station. Hier, Maus. Das ist ein geiles Teil, oder? Ist schon ein schönes Teil, ja. Guten Tag.
Richtig, richtig. Ja, das ist ja völlig gut. Also schon an die Piste. Wer denn? Braucht er Muster wieder mal seine Machtposition da spielen. Ne? Den Pisser. Ja. Ja, der wird drin. Du kannst doch nicht hier um Mitternacht hier sein, kurz nach Mitternacht hier sein und dann musst du um 6 Uhr wieder aufstehen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, sag mal, überlegen die nicht mit oder was? Ja, genau, denen ist das egal.
Du bist wieder da. Ach, warst du weg? Gar nicht aufgefallen. Langweilig. Das ist was für kleine Babys.
Wieso spielst du nicht Dead by Daylight? Das ist genauso sowas, bloß bessere Grafik, viel besser. Das ist was für echte Kerle. was ist BBS? BBS ist halt, du erstellst hier halt im Grunde genommen einen virtuellen Busbetrieb. Beziehungsweise das ist eine Software, die halt virtuell halt einen Busbetrieb ja, simuliert, sag ich jetzt mal. Ne? Also du kannst halt, einfach auch einen Betrieb beitreten halt. Ne? Da gibt es so viele Betriebe, kannst du alle beitreten. Und für die kannst du dann fahren halt, ne, mit den Bussen. Die haben dann Busse gekauft, so wie wir zum Beispiel. Und wenn du die Busse hast, dann kannst du die auch fahren halt, ne. Und so fährst du dann Geld für uns halt ein. Und du bekommst natürlich auch Geld, weil du musst dich ja auch persönlich weiterentwickeln, ne, leveln. Da musst du dich auch ein bisschen verbessern in gewissen Fähigkeiten halt, ne. Gibt's auch einen Singleplayer halt, ne? Aber der Singleplayer, der gefällt mir persönlich nicht so. Viel zu wenig Möglichkeiten halt, ne? Ist nicht so mein Ding. Ne, deswegen fahre ich zum Beispiel, habe ich meinen eigenen Betrieb und man kann auch für Betriebe fahren. Ich persönlich mache das aber eher ungerne, weil ich brauche das Zepter in der Hand. Na. Warte mal, lass mich mal den Bus fertig machen und dann gucken wir mal. Lass mich mal schnell fertig machen und dann zeige ich dir das. Wir haben noch 24 Minuten, na dann haben wir noch Zeit. So. Ist auch interessant. Wie gesagt, machen wir gleich. 15.06. Ja. Und der Umlauf ist 22.10.1. So. Guck mal, sieht geil aus, oder? Hat schon was. Genau, dann widmen wir uns mal BBS, wie gesagt. Bibliothek. Dann hast du hier Bibliothek, das ist halt die Shop-Seite, ne? Warte mal, wir machen das mal weg, das brauchen wir nicht mehr. Das ist die Shop-Seite hier, die da ist, von Steam. Scrollst du runter, dann hast du hier viele Add-ons, die du kaufen kannst. Gehst auf alle Anzeigen und dann scrollst du ein bisschen runter und dann suchst du dir hier BBS, Busbetriebssimulator. Hier ist er. Der ist das. Da ist er. Ne, auch ein kleiner Tipp von mir, vielleicht einige sagen, ist mit bei schon. Ich bin mir da aber nicht sicher. Aber wenn du das holst, dir holen tust, dann kann ich dir noch was empfehlen.
Und zwar Omni-Navigation. Das ist die Karte hier unten, die du siehst. Die ist das. Die ist das. Das würde ich dir gleich sagen. Bestell dir das gleich mit. Ja. Ja, und dann noch ein kleiner Tipp von mir. Und zwar musst du unbedingt ein Tool haben. Das ist ganz... Ist ein ganz cooles Tool, ne? Also da solltest du, das ist auch Muster haben. Und zwar ist das Auxi. Auxi ist, zeige ich dir mal, genau das, was du eben schon gesehen hast. Und zwar das hier. Und hier kannst du so einiges machen. Der synchronisiert einiges, du kannst hier Wetter einstellen. Ne? Echtzeitwetter und sowas ruft er dann ab. Du kannst die Fahrerposition ändern. Ne, du hattest ja normalerweise eine um sie immer feste Position. Kannst du jetzt noch ein bisschen ändern mit dem Tool. Du kannst sogar im Spiel Farbschema ändern von deinem Bus. Also sprich die Repaint kannst du ändern. Ganz, ganz cooles Feature. Was kannst du noch machen? Ansagen kannst du aktivieren. Hören sich aber nicht gut an, aber kannst du aktivieren. Wenn der Bus irgendwie mal sick macht oder sowas. Ja, und dann kannst du hier oben, du siehst hier oben, siehst du hier Anzeigen. Das ist hier vom BBS hier die Anzeigen, die großen. Und das in der Mitte hier quasi, das ist von Auxi. Ne, und hier unten ist auch Auxi. Ne, und das kannst du dann alles aktivieren, je nachdem, was du auf dem Bildschirm brauchst halt. Jo. Eine Statistik, Fahrerstatistik hast du hier auch. Genau, und da siehst du so einiges. Das ist Stöpsel, cool Tool. Ja. Ja. Also wenn du auf sowas stehst, kann ich dir absolut empfehlen halt, ne? Ist wirklich, solltest du haben halt, ne? Ich muss jetzt noch meine Position hier mit Auxi einstellen. Das machst du bei jedem Bus nur einmal und dann speichert er das. Ne, es sei denn, du installierst das neu, dann ist das natürlich weg. So, wir gehen mal mit dem Kopf hier so ein bisschen hoch. Dann gehen wir ein bisschen runter. Ich mag es ja, wenn man so ein bisschen weiter unten sitzt. So. Und dann kannst du auch rein und raus zoomen halt, ne? Das geht natürlich auch. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht jede Tür einzeln ansteuern. Das wäre natürlich suboptimal, weil ich habe nicht alle Knöpfe belegt. Nee, die gehen alleine auf sogar. Ja, klasse. Alleine auf, alleine zu. Das ist ja gut. Ja, der Hamburger 2.17er, der ist eigentlich wirklich tatsächlich recht gut halt, ne? Gefällt mir wirklich. Ich weiß nicht, ich
glaube, wir müssen noch mal den Fahrersitz mit dem Kopf ein-, zweimal hochgehen, wa? So, ne? Aber so ist okay. Kann so bleiben. Dem werde ich mir auch, denke ich mal, nochmal einen Soundmod reinmachen, weil der war wirklich gut hier. Ne? Der Bus, der war gut, glaube ich. Es so, war so eigentlich immer der C2, den ich am liebsten gefahren bin halt von allen. Ne? Ein neuer Hochbahnbus für Hamburg mit WLAN, jawohl. Vor allen Dingen, so wie es aussieht, läuft er flüssig. Das ist das Wichtigste. Das merkst du schon meistens so an die... Wie du das... Guck mal, wie du das halt, ne? Das sieht schon cool aus. Ja, und was hier natürlich richtig geil gemacht ist, die haben zwar die Lizenzen nicht... Oh, was ist denn das hier? Eieiei. Was sind sie denn da? Ja, hast du nicht in Discord geguckt? Habe ich doch was dazu geschrieben. Ja genau, Schnatti, richtig. Sitzen richtig Hamburger Busfahrer am Steuer, ne? So wie es sein muss. Ja, wie gesagt, das BBS, das ist auch nochmal eine schöne Sache. Nee, definitiv. Der OE sieht ein bisschen anders aus, Maus. Ja, und plötzlich los? Ja, was wollen wir heute essen, Maus? Die drücken die bestimmt noch was rein, oder? Hm. Ja, ist ja richtig. Richtig, das ist ein kurzer Wechsel. Ne? Das kann doch nicht sein, dass du hier Mitternacht erst da bist und dann um 6 Uhr wieder aufstehen musst, ne? Weil er wieder fahren muss. Ne? So läuft das nicht. Das würde ich denen auch klipp und klar sagen. Doch, die denken schon nach. Aber hier, das zieht. Das Geld zieht. Das ist das Wichtigste. Das wird über deine Gesundheit gestellt. Deswegen habe ich ja gesagt. Mach nicht das, was du nicht machen möchtest halt. Ne? Und wenn es so anstrengend wird, ne, absagen. Fertig. Ne, klar werden sie ein bisschen rumtuttern. Aber das kennen wir ja nun. Schade, dass er nicht die modernen Bildschirme drin hat, ne?
Ja, wie gesagt, aber das BBS, das ist schon ganz cool halt. Ne? Das ist eine Motivation zusätzlich. So, ich würde mal sagen, wie ich spule mal vor. Ja, abgesehen, Lukas, du hast Touren gestartet, aber nicht zu Ende gefahren, ne? Moin. Moin. Und wieso? Aus welchem Grund? So, okay. Nächste Haltestelle, U-Bahn-Überseequartier. Nicht darauf geachtet. Übergang zur U-Bahn-Linie U4. Okay. Warum? Ja. Ja. Hi. Ja. Hallo. Bolle gibt's sogar. Eine Schüler-Tageskarte bitte. Das wurde doch von Extra oder sowas damals auch gekauft. Oder? Gibt's ja nicht mehr. Ich dachte, die sitzt am Steuer. Na, sag mal, so schlecht wagen nur mich. Nur wenn ich eilig habe. Dann wird's problematisch. Nächste Haltestelle. Marco-Polo-Terrassen. Ja, guck mal, kein Gong davor, ne? Also bei allen Ansagen funktioniert das wohl nicht. Guten Tag. Tag. Ja, hört sich an die Ebene. Nächste Haltestelle. Magellan-Terrassen.
Hi. Moin. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ja, selbstverständlich. Danke. Bitte. Ja. Ja, das war gestern das Wetter. Gestern war ein ganz, ganz, ganz blöder Tag halt. Ich hab so das Gefühl, dass gestern das so ein bisschen wie der fährt. Ja, gewechselt hat, weißt du? Bin zum Herbst drüber, weißt du? Von gestern schon wieder richtig mehr. Nächste Haltestelle. Ich frag mich echt, ob die Busfahrer das extra machen. So blöd fahren echt viele Busfahrer. Ja, ich mach das extra für dich. Damit du was zu meckern hast. Genau, das mache ich extra. Ja. Ich mache das auch extra, dass ihr so empfindlich seid. Manche Fahrgäste sind echt blöd. Busfahrerin oder wie? Hey, Bibi. Jo. Ja. Die Busfahrerin. War wahrscheinlich so eine Kampflesbe oder so, oder? Angewöhnen jetzt langsam tatsächlich so weit wie es geht ohne die Hilfspfeile zu fahren, halt wirklich nur nach das Navi hier, nach die Karte. Mal gucken, ob wir es hinbekommen, ne? Ja, wie gesagt, boah, also das würde dir, denke ich, schon gefallen halt, ne, mit dem BBS und sowas. Der Busfahrer kann ja überhaupt nicht fahren. Das ist echt eine tolle Sache.
Stück noch, ne? Ja, finde ich auch. Mach ich jetzt, glaube ich. Hey, cool. Hi. Guten Tag. Moin, moin. Was denkst du so? So ist besser, ne? So ist es. Müsste ich noch ein Stückchen ran, den? Ein bisschen ran so. Das hier. So. Ja, ne? Ja, ich denke, so ist okay. Zu den S-Bahn-Linien S1, S2 und S3. Next stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trips. Change here for rapid transit lines. Ach, der war hier, ne? Im Spiel, ne? Ja, und vor allen Dingen vorne, da es ja Mercedes ist, lassen viele vorne immer ein Loch drin. Das sieht immer so ekelhaft aus, ne? Weil sie die Lizenz nicht haben. Aber ich bin der Meinung, da sollten schon die Busbauer darauf achten, dass das olle, dreckige Loch vorne, wo der Mercedes-Stern eigentlich reinkommt, weg ist halt. Ne? Weil das einfach so hässlich aussieht. Und bei dem haben sie es halt gemacht. Ne? Am Lenkrad stört mich das nicht, ne? Muss ich sagen, aber so am Außenmodell, ne, wenn da dieses olle Loch drin ist, ne, dann nervt das schon. Das sieht dann einfach bäh aus. Hallo, hi. Ein Erwachsener bitte. Jo, danke Ihnen. Ja, das ist so eigentlich der einzigste C2, den ich eigentlich immer so gerne gefahren bin, ne? Der von Hamburg. Weil die Türsteuerung gefällt mir. Und du brauchst nicht suchen nach denen so großartig, ne? Du hast auch eine schöne Solo-Variante mit bei. Also ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Nächste Haltestelle, Bernhard-Nord-Straße. Das habe ich seit Jahren nicht erlebt. Das hat sie seit Jahren nicht mehr erlebt. Ja, was bei dem Bus heftig ist, ist das Anfahren, beziehungsweise, ich weiß nicht, der Bus. Der reagiert beim Anfahren und sowas ganz, ganz merkwürdig, deswegen meckern sie. Hm? Na, also das ist ganz komisch bei diesem Bus hier.
Der ist super empfindlich. So, wollt ihr hier rein oder was? Nee. Lassen wir mal den Herrn Panda laufen, wa? Frankie. Dafür hat er aber vorhin schon eingesammelt, weiß. Wir haben 5 Türen, ey. Mein Gott. Lachst du? Nächste Haltestelle. S-Bahn, Reeperbahn. Übergang zu den S-Bahn-Linien S1 und S3. So wird das nichts, das ist wohl wahr. Herr Panda, da müssen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben. Du willst die Welt herrschaften. Und wenn du keine fängst, dann wird es so nichts. Ich steige unten ein. Ja, grüß dich, Alter. Stehen, weil was so sind, ist. Das sieht gut aus, ne? Guck mal. Ein schöner Bus eigentlich, ne? Finde ich auch. HHV? Nee, H. VV steckt auch hier drin. Nee, wirklich super. Am Steuern smarter alter Typ. Na, wie würden die linken Rassisten sagen? Ein alter weißer Mann. Das würden hier die linken Rassisten sagen.
sehr. Wollen wir essen? Pommes haben wir? Den schönen Schnitzel. Panierte Schnitzel. Hätte gerne Appetit drauf. Schön mit Kartoffeln dann. Kurzstreckenticket. Also den Bus kannst du auch schön Alu fahren. Zwillinge kommen da. Morgen. Eine normale Tageskarte. Jo, danke Ihnen. Einmal Kurzstrecke. Jo, danke Ihnen. Wie sich gehört, kaufen Sie auch einen Doppelpack.
Morgen. Nein. Guten Einen Tag. Ticket, bitte. Danke. Einmal Kind, bitte. Danke. Der fährt auch gemütlich an halt, ne? Aber wenn er erstmal rollt, dann rollt er halt. Ne? Also, jetzt sieht er gar nicht mal so verkehrt. Nächste Haltestelle, Rathaus Altona. Ich hab gerade einen Schlag hier abgekriegt, ey. Ich muss sagen, der Bus gefällt mir eigentlich echt gut halt. Moin. Eine Gruppenfahrkarte, bitte.
Haltestelle Bahnhof Altona. Übergang zur S-Bahn, den Regionalverkehrslinien und zur Fernbahn. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Ich muss sagen, es ist ein schöner Bus, oder? So, wir gehen mal kurz. Ich möchte nämlich in dem Bus jetzt mal kurz was einbauen. Mal sehen, ob das funktioniert. So, pass auf. Wir gehen jetzt mal kurz.
Genau, ich würde sagen, wir machen erstmal ein Päuschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, hören uns später nochmal, ne? In dem Sinne, haut rein, bye bye.